Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin unterwegs am Strand und zwar auf Römm und habe mir ein bisschen was zu basteln mitgemacht. Einmal ein paar Stifte von Spectrum Noir und ich hatte mir zu Hause schon von Santorio die kleinen Püppis hier alle ausgestempelt. Heißt das so? Nein. Gestempelt und embossed und ich möchte einfach mit euch ein bisschen malen. Ich fange einmal mit dem Gesicht an. Wenn ihr diesen Windrauschen hört, das kommt daher, weil ich am Autostrand von Römm bin. Vielleicht kann ich das gleich noch mal ein bisschen zeigen. Und dass gerade draußen etwas bewölkt ist, habe ich mir gedacht, setze ich mich ein bisschen rein und mal ein bisschen mit euch. Ja, ich habe gedacht, ich emboss mal die Mädels hier ein bisschen, in der Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen cooler aussieht nachher. Ende. Ich bin gespannt. Und wenn die Püppis alle sozusagen fertig sind, dann werde ich da Karten draus basteln mit den Mädchen. Irgendwas Hübsches lasse ich mir einfallen. Mal gucken. Auf jeden Fall malt es sich echt witzig über den Embossen. Ich gehe erstmal nur hell rüber. Bisschen dunkel mit rein. Ich hoffe, der Effekt ist nachher zu sehen. Also ich bin auch mal gespannt, wenn es trocken aussieht. So, das Kleid würde ich ja fast so ein bisschen in Koralle. Ja. Ist auch irgendwie eine richtig coole Farbe. Ich denke, wenn ich nachher Karten bastel, also die großen Mädels, könnte ich mir gut vorstellen auf Karten, auf normalen Karten. Irgendwas Hübsches, mal gucken, ich weiß noch nicht. Kommt auf jeden Fall ein Projekt rüber, könnt ihr euch freuen. Ja, und die kleinen Mädels hier, die zum Beispiel, die obere hier, oder die, das ist ja eher was... Vielleicht so eine ATC-Karte. Ich habe ja gesagt, ich will auch ein bisschen ATCs machen. Habe ja jetzt schon zwei Videos gemacht. Und ja, ich hoffe, dass das dann auch so funktioniert, wie ich das gerne haben möchte.
So, Ladies, welche Farbe passt dazu? Ein bisschen. Was ist das? Hydragene. Es ist auch nicht so dunkel von den Farben. Hier unten noch ein bisschen Koralle. Könnte man auch die Schüchen auch mit Koralle machen? Dann passt das wieder so ein bisschen. Also ich finde, manchmal ist es ganz schön schwierig, sich die richtig passenden Farben rauszusuchen. Aber es gibt ja auch sehr schöne Farben. Und gerade bei den Mädels sind einige Farben ja auch schwierig, sage ich mal, weil es muss ja auch alles zusammenpassen. Die haben ja auch so viele Details auf dem Kleid. So, jetzt nehme ich noch mal Brown Gray. Gray. Ich fange erstmal mit den leichten an. Ich hoffe, ihr könnt sehen, was ich da treibe. Das gleiche mache ich doch noch mal mit dem. So, Ladies, ich hoffe, man kann es gut erkennen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Video. Und jetzt zeige ich euch noch mal kurz den Ausblick. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich bin direkt am Strand. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!